Sonnenklar TV live vor Ort. Wir sind in der Türkei immer live mit unserer Hatice verbunden, auf Malta mit unserer Antonia, in Ägypten mit dem Andreas, auf den Kanarischen Inseln mit unserem Alex, aber natürlich auch in unserem eigenen Land mit unseren Außenreportern, weil es immer so viel Interessantes, so viel Besonderes, so viel Schönes zu berichten gibt. Und deshalb schalten wir jetzt nach Köln zu meinem Kollegen Christian Klump und der hat wieder einen tollen Gast und ist in einer wunderbaren Location, wo ich schon sehe 1,5%. Das macht mich jetzt neugierig, lieber Christian. Klär uns mal auf, was es damit auf sich hat. Ja, lieber Gofi, herzliche Grüße hier aus Köln. Du hast es gesagt, nach München. Herzlich willkommen, liebe Sonnenklar TV-Zuschauer. Das stimmt, du hast es gesagt, Gofi, 1,5%. Das steht hier an der Flipchart und das ist natürlich eine Zahl. Das wollen wir ganz schnell auflösen, bevor ich unseren oder meinen Interviewpartner vorstelle. 1,5%, das ist der Durchschnittswert für die Finanzierung bei einer Wohnimmobilie, bei Wertanlagen. Denn heute geht es ja, wie letzte Woche auch schon, um Wertanlagen. Und da ich das nicht alleine kann, ich nicht genug oder nicht fachkompetent genug bin, habe ich mir jemanden zur Seite geholt und da bin ich sehr froh, Florian Bauer von Bauer Immobilien, erster Geschäftsführer und natürlich auch der Finanzökonom. Hallo. Hallo Herr Klump, schön, dass Sie wieder da sind. Es ist immer bei Ihnen sehr schön. 1,5%, ich habe es eben gesagt, das ist so der Durchschnittswert bei einer Finanzierung. Jetzt kommen wir dazu, Finanzierung der Wohnung oder der Wohnimmobilie mit Eigenkapital oder nicht, was empfehlen Sie? Ja, pauschal kann man das gar nicht so genau sagen, ich würde jetzt nicht sagen für jeden ohne Eigenkapital. Die meisten wissen es auch gar nicht, dass es mit wenig oder gar keinem Eigenkapital funktioniert. Wir haben im Monat, kann man sagen, 3-4 Kunden, die mit 0 oder 500 oder 1000 Euro einmalig eine Immobilie als Kapitalanlage erwerben und dann solche Zinssätze bei der Finanzierung haben. Und ich glaube, das Thema ist für viele sehr, sehr interessant, wenn sie wüssten, mit wie wenig Eigenkapital es funktioniert. Viele Zuschauer beschäftigen sich ja mit Wertanlagen, gerade auch jetzt in Krisenzeiten. Die Frage, die uns auch erreicht hat, was muss ich beachten, wenn ich mir eine Wohnimmobilie zulegen möchte? Ja, wir haben so Spielregeln oder Investmentregeln aufgestellt, 11 Stück an der Zahl. Die Lage ist eine ganz, ganz entscheidende, die Mikrolage, Wohnungsgröße, nicht zu klein, nicht zu groß, und nochmal die drei wichtigsten zu nennen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ja, ich sage immer ganz hart, es muss nicht gefallen, es muss funktionieren. Also ich sollte mir nicht die Immobilie danach auswählen, gefällt sie mir jetzt, kann ich mir vorstellen, selber daran zu wohnen, dann kriege ich die auch vermietet. Das ist der falsche Ansatz. Wo liegt hier in Köln der Quadratmeterpreis in etwa? Ja, kommt aber natürlich auf den Stadtteil an, ne, aber das ist ungefähr, ja, man kann sagen, zwischen 2.500 bis 4.000, 5.000 Euro. Natürlich Neubauten, Luxuswohnungen oder Immobilien deutlich drüber. Gibt es vielleicht auch einen Ticken drunter, aber das ist nicht. Aber das sind Wertanlagen, das muss man noch mal ganz kurz sagen, die eigentlich nicht selber bewohnt werden, sondern die vermietet werden sollen. Genau, richtig. Die sollen, ja, ich sage den Kunden auch immer, du sollst dir gar nicht vorstellen, da selber drin zu wohnen, weil dann wird's ja, dann würdest du selber abzahlen. Die Idee ist ja jemand, dass jemand anderes es abzahlt. Eine große Zeitung hat gestern einen Artikel veröffentlicht und ganz groß mit einer Überschrift, Immobilienmarkt hat sich erholt, die Corona-Krise ist nicht mehr spürbar. Stimmt das? Ja, also bei uns war es so Anfang, die ersten zwei Wochen der Corona-Zeit, wenn ich mal so nennen möchte, war sehr verhalten, war komisch und die letzten 2,5, 3 Wochen merken wir wirklich eine erhöhte Nachfrage, weil viele einfach unsicher sind, was haben wir für eine Inflation, wo sollen sie investieren, Negativzinsen und wollen einfach rein in Sachwerte investieren, weil man es greifen kann und weil ich da eine relativ gute Verzinsung erzielen kann. Liebe Sonnenklar TV-Zuschauer, wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten, dann brauchen Sie nicht hierher nach Köln kommen, denn der Florian Bauer bietet natürlich auch Online-Workshops an und das kann man ganz sehen, das steht hier unten, wenn der Herr Bauer ein Stück zur Seite geht, www.immo-workshop.de. Was hat es damit auf sich, was machen Sie da? Da zeigen wir ganz genau, was sind die Spielregeln für sorgenfreie Investments, wie schafft man das auch mit wenig oder gar keinem Eigenkapital, wo lohnt es sich zu kaufen, wo nicht, wie geht man das Thema an und was muss man beachten, eigentlich so How-to-Erklärung. Ja. Und im Vorgespräch hat er mir erzählt, dass außerhalb der Corona-Krise wird es auch in einem Hotel manchmal gemacht, in Köln zum Beispiel, und da sind teilweise bis zu 100 Teilnehmer dabei. So, 1,5%, das haben wir angerissen, jetzt. Zack.
einmal umgeschlagen. Hier haben wir ein Gewinnspiel auf Instagram, auf der Seite von Bauer Invest. Und zwar steht das hier oben, Instagram Invest minus Bauer. Dann haben wir eine Frage. Wie heißt die Profession des Maklers? Das müssen Sie in die Kommentarzeile eintragen und dann geben wir Ihnen eine kleine Hilfestellung, Makler, und dann da ist ein O dabei und ein G dabei. Gewinnen können Sie natürlich auch was. Es gibt hier ein tolles Buch, denn der Florian Bauer ist nicht nur Immobilienmakler, nein, er ist auch Autor. Darüber reden wir aber nächste Woche. Immobilienratgeber, so heißt sein Buch, das können Sie gewinnen. Und zwar die ersten drei werden gezogen. Nächste Woche Samstag sind wir zusammen mit dem Florian Bauer auf Norderney. Dort werden wir die Gewinner vorstellen. Als wenn das nicht schon genug wäre, on top gibt es noch, zack, da ist er wieder im Bild, einen Sonnenklar TV Reisegutschein im Wert von 50 €, natürlich auch ganze dreimal. Das heißt, jeder bekommt, zack, ein Buch und ein Reisegutschein obendrauf. Ich denke, da lohnt sich's, ganz schnell unten in die Kommentarzeile schreiben, wie heißt die Provision des Maklers? Makler, Ich bin mir ganz sicher, Sie wissen es. Der Florian Bauer weiß es auch. Er wird uns nächste Woche dann die Gewinner bekannt geben und wir zeigen sie Ihnen dann live im TV. Florian Bauer, schönes Wochenende. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Ihnen natürlich auch. Lieber Goofy, Grüße nach München. Ich gebe damit erstmal ab. Dankeschön, ja, und liebe Grüße zurück. Ja, sehr auch von mir. Genau, da ist er nämlich jetzt, der Goofy. Und vielen Dank, lieber Christian, und an deinen kompetenten und charmanten Gast. Und wir sehen dich nochmal um 17 Uhr wieder. Da freuen wir uns alle gemeinsam drauf. Ja. Und gleich gibt es von uns hier noch eine Überraschung. Genau. Genau. Vielen Dank. Sonnenklar TV, live vor Ort.